gerade in der Branche Obst und Gemüse ist die Digitalisierung deswegen wichtig, weil immer mehr Informationen in immer kürzerer Zeit auf Zuruf abrufbar sein müssen. Und mit papierbasierten Vorgängen ist einfach sowas nicht möglich. Hochtofnagel vereint verschiedene Geschäftsfelder im Bereich Obst und Gemüse miteinander. Das beginnt in der Logistik über den klassischen Warenhandel bis zur Reiferei. Unterwegs sind wir in den Bundesländern Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz, haben zwei Niederlassungen in Elsfeld und in Worms. Die Ware wird entladen, nachdem geprüft wurde, ist die Ware überhaupt so bestellt, wie sie kommt. Und wird dann im Endeffekt dementsprechend im Lager verräumt und wird danach Kundenbestellung kommissioniert. Bei uns wird ein großer Teil der Lagerarbeit nachts durchgeführt und das ist ein sehr teurer Prozess, weil wir Nachtzuschläge und so weiter zu bezahlen haben, weil wir immer für den Folgetag arbeiten. Die Herausforderungen sind im Endeffekt A, die Schnelligkeit, in der wir unsere Ware umschlagen. Wir sind natürlich bedarfsorientiert, wir sind wetterabhängig und wir sind saisonabhängig. Wir mussten vor der Einführung von Mobile Hochleistungskopierer in unsere Lagerbüros stellen und wenn die Mitarbeiter irgendwelche Mengenänderungen gemacht haben, mussten diese erst im ERP-System nachvollzogen werden. Dabei sind Fehler passiert. Wurde alles erst händisch manuell auf dem Papierkommissionierschein geändert und wurde danach beim Verbuchen der Lieferscheine im Warenwirtschaftssystem und auf dem Lieferschein geändert. Wir haben qualitative Mängel festgestellt. Die Ware wird im Endeffekt verweigert und geht nicht in die Auslieferung. Jetzt kann sich dadurch natürlich eine Fehlmenge ergeben. Früher ist man dann dazu hingegangen und hat im Endeffekt den Kommissionierschein händisch geändert. Heute ist das so, wenn wir diesen Fall haben, wird im Endeffekt einfach über das Warenwirtschaftssystem bei uns die Mengenänderung durchgegeben. Wir können über L-Mobile feststellen, wo ist noch nicht kommissioniert, welche Zeile, die das Produkt betrifft, ist noch nicht bewegt worden, in Anführungsstrichen. Und dadurch können wir dann Änderungen auf den Lieferschein vornehmen, ohne den Prozess zu stoppen. Eine Zahl, die wir haben, ist, dass wir einfach eine Stunde früher anfangen können. Dann haben wir eine andere Zahl, dass halt eben diese Kopierer nicht mehr so super ausgelastet sind. Das ist Zeit, die uns jetzt eingespart wird. Da wir in einem laufenden Prozess uns befinden, sprich wir verkaufen Ware, die wir noch gar nicht im Wareneingang haben, haben wir da mittlerweile eine flexible Lösung geschaffen, wo wir im Endeffekt auch während des Prozesses noch mit eingreifen können. Wir machen nach dem Kommissionieren nochmal eine Endkontrolle der Ware, bevor sie verladen wird. Und weil es eben auch vorkommt, dass beim Kunden mal was wegkommt, dass wir dokumentieren können, wir haben die Ware verladen, haben wir so eine App programmieren lassen, wo man diese Fotos dokumentieren kann. Das heißt, wenn ein Auftrag in L-Mobile fertig kommissioniert wird, sobald der Lagerarbeiter die Ware auf abgestellt oder erledigt setzt, sieht ein Endkontrolleur diesen Auftrag und kann sich diesen Auftrag schnappen. Und er kann in der App selber mit dem Tablet die Fotos machen, die sind sofort dem Auftrag zugeordnet. Im Endeffekt muss man natürlich nachweisen können, dass man seine Leistung erbracht hat dem Kunden gegenüber. Und da sind diese digitalen Fotos die Tatsache, die man dann zeigen kann. Hier hat man das Foto. Neben den Tablets haben wir halt in jeder Niederlassung einen Großbildschirm mit 4K-Auflösung. Und der Lagerleiter hat sofort im Überblick, wenn irgendein Status eines Auftrages abweichend ist. Wir haben halt durch die ganzen Änderungsprozesse, die wir mittlerweile über das System lösen, weniger Fehler. Die Top 3 Vorteile der Lösung. Reduzierung der Kommissionsfehler. Papierersparnis, die auch zusätzliche Verwaltungsersparnis bedeutet. Und im Endeffekt Änderungen im laufenden Prozess ohne Zeitverzögerung. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Du möchtest L-Mobile gerne live erleben? Dann melde dich unter lmobile.com/Veranstaltungen zu einem unserer zahlreichen Online-Events an. Und vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren, dann bleibst du immer auf dem Laufenden rund um Digitalisierung und Industrie 4.0.